Hallo Community, hier seht ihr eine Testumgebung, die unter Ubuntu 20.04 läuft. In dieser virtuellen Testumgebung habe ich Moodle installiert. Dieses erste Video beschreibt die Aktualisierung der Serverkomponenten auf dem Hostsystem. Dies geschieht bewusst über die Kommandozeile, weil uns später im Echtbetrieb auch nur eine SSH-Konsole zur Verfügung steht. Die Updates werden angezeigt, heruntergeladen und installiert. Der Update-Prozess ist erfolgreich durchgelaufen. Im nächsten Video zeige ich euch, wie Moodle abgedatet wird. Bis bald. Tschüss.